einfach nicht glauben. Ich stehe hier auf dem Berg, knapp 450 Meter über dem Meeresspiegel, mitten in Schottland. Ich habe es einfach nach Schottland geschafft. Ich bin mit dem Fahrrad von mir zu Hause bis nach Schottland gekommen. Das ist völlig absurd. Völlig absurd. Aber so geil. So scheiße wie die Tage in England waren. Das hier ist gerade heftig belohnt. Also wirklich. Dieser Blick, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das nach da hinten sind. Keine Ahnung. 50? Absolut genial. Ich liebe Berge. Thank you.
Moin zusammen, ich bin jetzt die 11. Nacht in Edinburgh gewesen, habe mir gestern noch das Fringe Festival angeguckt und vielleicht das ein oder andere Bier getrunken und jetzt geht es für mich heute nach fast 2 Wochen weiter aufs Fahrrad und ich muss echt gestehen, ich bin heute Morgen nicht so motiviert aufs Fahrrad zu steigen, ich habe einen leichten Kater, das Wetter ist grausig. Richtig schön grau und bewölkt, es ist kalt, ich glaube irgendwie gerade nur 14 Grad, aber ich freue mich tatsächlich auf Fahren, auf wieder ein bisschen den Körper bewegen. Die letzten Tage waren sehr ruhig, außer halt das Wandern durch Edinburgh, was durch Berge sehr anstrengend ist. Mal gucken, was mir heute alles so begegnet. Und hat mir gestern noch eine Tomatensuppe gebracht mit 2 geschmierten Broten mit einfach Butter drauf. Was soll ich sagen? Hammer. Also es hat mir gestern Abend den Tag gerettet und versüßt. Ich baue jetzt ab. Es ist heute sehr diesiges Wetter, nebelig, windig, ganz leichter Nieselregen. Und es soll wahrscheinlich gleich auch noch mal richtig regnen. Vielleicht finde ich bis dahin irgendwie was, wo ich mich unterstellen kann, weil heute habe ich echt keinen Bock auf Regen. Absolut nicht. Ja, ich habe gerade noch richtig schön Frühstück bekommen, schottisches Brot, Ei dazu. Dann haben sie mir jetzt gerade halt noch so eine polnische Suppe gegeben mit Reiseinlage, Instant-Nudeln, ein bisschen Schokolade, haben mein Geschirr abgewaschen. Ich bin
also weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank dafür. Und das ist halt das, was ich irgendwie schon die ganze Zeit auf Reisen merke. Diese Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird, ist einfach Wahnsinn. Da kann ich mich gar nicht genug für bedanken. Für alle Sachen, die mir halt jetzt passiert sind. So, für jedes Schlechte kam irgendwie was Gutes immer dazu. Ja, und ich darf jetzt hier noch sitzen, bis der Regen aufgehört hat. Heutiger Schlafplatz, ach ja, ich habe eine neue Weste geschenkt bekommen von einem Deutschen. Und mein Schlafplatz heute wird hier sein. Bisschen Windschutz durch die umgeworfene Wurzel, direkt hier unterm Baum. Und ich glaube, ich setze mich nachher genau dahin und schaue ein bisschen dahin. Guten Morgen zusammen. Ich hatte gerade ein wunderschönes Frühstück, so typisch englisch, und stehe hier gerade in Egesham. Und jetzt geht es für mich weiter nach Stranraer, wo ich dann wahrscheinlich morgen die Fähre nehme. Mal gucken, es ist ein ziemlich weiter Weg. Es sind, glaube ich, knapp 140 Kilometer plus sehr viele Berge. Mal schauen, ob ich das schaffe.